Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute habe ich für euch zwei mächtige Maschinen von Kid Galaxy, nämlich ein Baustellenkipper und ein Bagger, beide mit Fernsteuerung. Jetzt lasst uns die Schachtel öffnen, na los! Dieser ist der Inhalt der Schachtel. Sehen wir zuerst den Bagger an. Wow, es ist ziemlich groß und hat auch große Räder, eine Leiter und da ist die Fahrerkabine mit einem Platz und einem Lenkrad. Da vorne gibt es eine Schaufel und alles funktioniert mit Hilfe der Fernbedienung. Ich werde euch gleich zeigen. Hier sind die Akkus und der On-Off-Knopf. So, wir werden es einschalten und ein bisschen damit spielen. Diese ist die Fernbedienung. Wir haben zwei Knöpfe, mit diesen gehen wir vorne, rechts, links und rückwärts. Sehr interessant ist, dass ein Knopf nur für die rechte Seite der Bagger funktioniert. Wir drücken auf diesen Knopf und geht nicht. Wenn wir auf den anderen drücken, geht auch die linke Seite. Es wurde so gedacht, dass man auch nach links und nach rechts gehen kann. Wenn man nach vorne oder hinten gehen möchte, muss man auf beide Knöpfe gleichzeitig drücken. Und schaut mal, die Schaufel hebt sich auch. Klasse! Es macht sehr viel Spaß, damit zu spielen. Jetzt sehen wir den Baustellenkeeper. Wuhu! Brumm, brumm! Auch sehr groß. Hat auch eine kleine Fahrerkabine, große Räder, eine Ladefläche, diese hebt sich auch und den Motor da, super, und zwei Leiter. Ich zeige euch noch etwas. Mit einer einzigen Fernbedienung können wir beide Fahrzeuge steuern. Ist das nicht toll? Wir haben genug gesehen. Jetzt lasst uns ein bisschen im Sand spielen. Wow, es hat auch einen Kran, welcher die Baustämme hebt. Lasst uns es besser ansehen.
Dieser ist der Inhalt der Schachtel. Wir haben drei Baumstämme. Diese sind aus Plastik und werden von den Fahrzeugen gehebt und transportiert. Jetzt sehen wir den LKW. Wow, es hat 6 Räder. 3 auf eine Seite und 3 auf die andere. Da haben wir die Fahrerkabine. Drauf steht Forester von Waldfahrzeug. Und da hinten hat es einen Trailer, wo die Baumstämme transportiert werden. Und natürlich einen Kran. Wir haben auch 2 Knöpfe. Dieser da hebt den Kran. Wow! Echt klasse! Und der andere stellt ihn herunter. Super! Es ist sehr einfach und macht auch sehr viel Spaß. Und der Kran bewegt sich auch nach rechts und links. Jetzt heben wir diesen Baumstamm. Wunderbar! Jetzt können wir losfahren und diese auch transportieren. Lasst uns spielen! Juhu! Ich werde die welke Baumstämme schneiden. Aha, ich glaube, ich habe einige gesehen. Das sind sie ja! Einer ist schon runter, jetzt folgt der andere. Schaut mal, da kommt der Waldfahrzeug. Er will die Baumstämme sammeln und transportieren. Letzte welke Baustämme. Wir werden diese auch transportieren. Das war's für heute. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergiss nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss.